Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Jo, ich bin jetzt auch aus dem Urlaub zurück und das heißt für mich jetzt nicht mehr vorspielen, sondern jetzt wirklich wieder täglich dran sein. So, wo ist denn unsere Traudel? Da ist die Traudel. Ich habe nämlich auch gehört gehabt, dass ich ja doch mich mal ein bisschen um die Pflanzen kümmern soll. Ja, das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer so mein Ding. Und deswegen schicke ich Traudel ja auch ein bisschen mal dran. Und vor allen Dingen, dass ich diese UFO-Blume hier, dass ich die auf jeden Fall auch sehr gut umsorge. Also das wollte ich auf jeden Fall machen, dass die wirklich ja, nicht zugrunde geht. Also das wollte ich wirklich immer gucken, dass es der auch wirklich ganz, ganz gut geht. Deswegen jetzt Traudel darf jetzt einfach mal machen. Der geht sowieso momentan ganz okay. Von der alles gut. Wir haben Freitagabend 19.46 Uhr. Das heißt, dass auch die Kids im Grunde ja, dann tanz mal. Also, Tom! Tom, hör auf! Was? Nein! Oh, Manu. Dann reparier das jetzt gleich mal. Ich schick dich echt zum Reparieren, du. Schellen, du. Na, mit dem werde ich noch lustig haben. Übrigens, unser lieber Tom, der ist jetzt die dritte Generation. Hey, da kann ich doch eigentlich mal den Stammbaum bei ihm anschauen. Juhu, schaut hier, das er ist die dritte Generation. Die erste war Thorsten, die zweite Tristan und unser Tom ist die dritte Generation von 10. Uiuiui. Er ist ein Geek, er ist niederträchtig und böse. Okay, ja, mit ihm werde ich, wie gesagt, noch ein bisschen zu tun haben, weil das so gar nicht mein Ding ist. Wobei er hier, zu seiner Schwester, die Steffi, die mag er ja total gerne. Jetzt aber ich glaube, das ist auch so ziemlich die einzige Person, die er wirklich mag. Ja, aber ja. Sonny! Bewunderung ausdrücken, fesselnde Geschichte erzählen und dann werde ich ihn mal hier Doping machen lassen. So. Unser lieber Tristan, der unterhält sich gerade mit der Traudel. Okay. Oh, er ist gerade konzentriert. Oh, oh, oh. Videospiele spielen. Komm, machen es. Sport, Spaß, spielen. Wie auch immer, ist egal. Ach Mist, jetzt ist er doch wieder okay. Wo kam die Konzentration her? Stopp. dann lasse ich ihn mal die Aktion überdenken. Oh. Sobald man hier... Wen habe ich hier? Warte, hier. Das deaktivieren. Oh, Vanessa ist nach Hause. So, ich glaube, ja, vielleicht. Hallo, Vanessa! Oh, Vanessa! Oh, oh, mein Magen! Ich hab Hunger. Okay, was auch immer das jetzt ist. Hier, Joghurt. Joghurt-Parfum. Oh, wessen Hausaufgaben sind das eigentlich hier? Warte mal, ich muss mal direkt in euer Inventar schauen. Du hast deine. Dir fehlen sie. Also eins schicke ich dann dir. Steffi hat Tom. Tom fehlt auch noch. So. Gut. Wo ist Tom noch? Der ist noch oben. Ja, ich müsste auch mal hier oben mal ein bisschen umräumen. Also es ist ja noch alles sehr grau hier oben. wisst ihr was? Das mache ich mal. Versuche ich mal gerade. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld ich noch habe, aber ich guck mal, dass ich so ein bisschen was Holz, denke ich mal, ganz gut. 8 Euro, 4 Euro. Ja, so eine 4 Euro Dings. Das macht es aber auch nicht wirklich her. Was Dunkles? Ja, komm. Das sieht man dann zumindest. Ja, hier rein wollte ich irgendwas Gefliestes gerne haben. Von 4 Euro. Oder was... warte mal. Was Hellblaues? Ja, das kommt ganz gut. Und auch eben dem Bart. Da ja Steffi hier oben ist, wollte ich irgendwas mehr in, keine Ahnung, was anderes farbiges. Terrakotta, ja.
da, das hier ist noch nicht gebraucht. Das ist nicht so wichtig mir jetzt gerade mal. Dann schaue ich mal was Gelbes. Gelb, fröhlich. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ja, das ist komplett dann noch die Farbe hier. Okay, dann hier drüben. Standardfarben. Das würde ja irgendwie eine coole Wand abgeben, oder? Warte mal. Wow, das aber auch. Komm, ich mach das. Irgendwie gefällt mir das gerade. Und, irgendwas Gefliestes. Zündholz. Nee. Warte mal, da ist... Nee, da ist... Ich will was Farbiges. Hab ich denn nichts da? Sowas in der Richtung. So. Weiß jetzt zwar nicht, ob das jetzt wirklich passt. Warte mal. So, und... ja, nee, ja, es geht. Es geht. Ich habe jetzt wieder 1000 hier ausgegeben. Ey, Mann, Mann, Mann. Nur damit es hier ein bisschen farbiger aussieht. Naja, egal. Unser Tom, der wird auch gleich Hunger haben, wobei ich ihm erstmal Yoga-Übung mache lasse. Hier ist unwohl, weil sie braucht dringendst. Immer ein Bad mit Badezusatz. Okay, dann machen wir mal ein Bad mit Badezusatz von Zitrusbad. Du kannst mal ganz fix noch die Spülmaschine beladen, bevor du ins Bett gehst. Das wäre cool. Ist das noch verdorben? Oh, 18 Minuten bis verdorben. Wer ist denn da ins Bett? Wer ist denn da in meinem Bett? Welche von meinen Töchtern geht mit meinem Mann ins Bett? Mann, Traudel, oder? Ja, Traudel. Das ist nicht dein Bett. Verdorbenes Essen aussortieren und ansonsten... Knoblauchnudeln einmal essen, bitte. So, Tom hat jetzt die Wellnessfähigkeit erworben. Ich weiß noch nicht, ob ich da mit ihm jetzt großartig weitergehe, ob das so zu ihm passt. Keine Ahnung. Steffi nimmt jetzt endlich ihr Zitrusbad. Zitrusbad. Und ich sehe es aber immer noch angespannt. Duschen, weil angespannt. Ja, das könntest du dann auch noch machen. Oder aber auch irgendwas machen, was dir Spaß macht. Zum Beispiel den Comedy-Kanal gucken. Aber immerhin hat sie, ist sie konzentriert geworden. Und eine tiefe Bindung. Ich glaube, das hat jetzt ihrem Bruder Tom jetzt hier. Vanessa, geh doch mal in dein Bettchen. Und unsere Tabea. So, Tabea bräuchte was Soziales, aber um 22.56 Uhr ist es etwas schlecht, meine Liebe. Etwas schlecht. Mixen, Mixfähigkeit. Was war denn das für ein Buch hier? Zaubertricks leicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es dein Buch war. Aber lies mal, du sollst oder willst ja unbedingt Bücher lesen. Ja. So, mit denen habe ich noch 4 Tage, bis sie dann theoretisch ausziehen können. Ich denke auch, ich werde sie ausziehen lassen, damit ich mit meinen Hauptpersonen mal hier ein bisschen, ja, mehr dran gehen kann. Videospielfähigkeit erworben? Okay. Wie machst du das hier an dem Dings? Aber ich finde, das Kleid ist echt schick mit der Frisur. Also Steffi ist wirklich eine Schicke geworden. Was ihr noch ein bisschen fehlt, ist noch ein bisschen Make-up im Gesicht. Ich weiß gar nicht, das hab ich, da habe ich mit ihr nicht daran gearbeitet. Was war denn das? War das ein Genen? Ja, sehr interessant. Gemütliches Feuer. Ach so, oh. Wir haben ja hier Feuer. Irgendwie, das ist immer noch an, ne? Das Feuer. So, Tabea, du machst hier alles weiter. Und, oh, der Tom... Der ist inspiriert, der macht hier oben echt weiter. Wow, cool. Okay, warte mal. Du nimmst hier jetzt mal eine erfrischende Dusche noch in diesem, in dieser, wie hieß die Zelle da? Hygienezelle. Und danach kannst du dir noch was zu essen aus dem Kühlschrank holen. Auch nochmal die Knoblauchnudeln. Und dann glaube ich fast, dass du ins Bettchen könntest.
Dein Zimmer sieht auch immer noch sehr, sehr erwachsen eigentlich aus. Irgendwie, oder? Naja. So, du liest als weiter. Ich lass dich auch mal einfach weiterlesen lassen. Ich störe mich jetzt gerade mal nicht dran, dass du weiterliest. Steffi ist konzentriert, könnte aber jetzt langsam mal schlafen. Ja, komm, mach mal aus. Bring das mal weg. Und dann kannst du gerade auch noch mal ein paar Knoblauchnudeln essen. Sollte ausreichen. Und dann noch ins Bett. Eine Tasche höher. Hier, dein Bett. Ich muss auch noch immer noch mit ihr mal ein paar Leute kennenlernen. Aber immerhin 5. Wir waren ja mal unterwegs. Da hatten wir mal uns 5 Leute vorgestellt. Von daher sollten wir vielleicht mit ihr nochmal unterwegs irgendwo, ja, irgendwo hingehen. Die 3. Die 3 am Tisch. Tabea gezaubert gleich irgendwas. Irgendwie mit diesem Buch, dieses Buch hat es in sich. Was für ein lustiges Buch, sagt sie. Na toll. Ich hoffe mal, dass du das Buch zu Ende liest. Du sollst doch noch 2 Bücher zu Ende lesen hier. Und hier, Soziales. Mach doch mal. Red doch mal zwischendrin mal. Erzähl einen Witz oder eine fesselnde Geschichte, während du dein Buch liest. Das Buch scheint wirklich lustig zu sein. Naja. Dann könnt ihr ja noch ein bisschen tratschen hier. So. Wie auch immer. Ich guck mal derweil, was den Tristan macht. Ist er mittlerweile schon ein bisschen... Ja, fast ausgeschlafen. Okay, dann kann er mal sofortige Verbesserung von unserem... von der Dusche hier machen. Unser lieber Tristan darf mal wieder was verbessern. Wir könnten hier noch so einiges verbessern von ihm. Weißt du was? Du kannst jetzt gerade mal... Hier, sofortige Verbesserung. Das war dann. Das war's dann. Okay. Ja. Dann darfst du eine dampfende Dusche nehmen. Er hat die Fitness... Tom hat die Fitnessfähigkeit erworben. Wie macht er das im Sitzen? Redest du darüber oder was ist los? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Tristan darf dann auch nochmal was kochen. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Das wäre es, glaube ich. Was hätten wir denn heute mal im Angebot? Butternut Nocchis. Oh, das wäre doch was. Jo, mal Familiengröße. Wir brauchen ja... Oh, ich glaube, Steffi muss aufs Toilettchen. Und unser Tom ist kokett. Warum bist du kokett? Sag mal. Ach, nee. Ah, Tristan ist kokett. Ich glaube, er hatte die falsche Dusche gehabt. Oder weil heiß dampfend geduscht. Naja, gut. Dann gucke ich mal, wann deine Frau aufsteht. Sie braucht noch ein bisschen. So, wer muss denn jetzt eigentlich... Oh, ich muss mal ganz kurz wieder gucken. Wer von euch muss denn morgens aufstehen? Das ist... Ja, okay, das ist Traudel. Die schläft jetzt zumindest. Die muss von 7 bis 12 arbeiten, aber die bräuchte ein bisschen Spaß. Und ach du meine Güte, wann musst du arbeiten gehen? Ach, du hast Wochenende frei, okay. Ach, das checke ich jedes Mal nicht bei ihr. Traudel. Nee, Tabea, so rum. Tabea, deine ganzen... Also Spaß hast du mit dem Buch, aber alles andere geht absolut in den Keller. Ah, wann hast du das Buch? Sie hat das Buch zu Ende gelesen. Du musst es doch jetzt zu Ende gelesen haben. Das steht zumindest dort. Ja, wie auch immer. Ich glaube, ich schicke sie mal aufs Toilettchen hier auch. Komm. Mit deinem Bruder brauchst du jetzt auch gar nicht mehr zu plaudern. Der ist schon irgendwie, ich glaube, ins Bett, genau. So, du gehst mal auf die Toilette, nimmst noch eine nachdenkliche Dusche und gehst dann mal schlafen. Ich glaube, den Rest kriegen wir dann später hin. So, ich guck mal unsere UFO-Pflanze. Der geht's gut, hoffe ich. Jo, soweit, okay. Hier können wir mal was ernten. Das könnte mal Tristan machen. Weiterentwickeln. Düngen. Oh.
Oh mein Gott, wir können ihn mit verschiedensten Sachen düngen. Ach du Schande, mit was kann ich denn düngen? Mit einer Rose. Und dann weiterentwickeln oder so ähnlich. Keine Ahnung, wir probieren da mal was aus. Habe ich das mit Tristan gemacht oder war das damals... War das damals Thorsten? Es könnte auch sein, dass es Thorsten gewesen war. Naja, wie auch immer. Vanessa, steh mal auf und... Was hat er gekocht? Was haben wir gekocht, Tristan? Was um Himmels Willen ist das? Butternut, no cheese, not all. Die schauen irgendwie seltsam aus. So, ich, ja. Vanessa darf dann mal wieder spülen. Ah, sie ist schon fit hier. Nachdem du gegessen hast, kannst du im Grunde weiter dein Fitnesslevel, ja, zum Beispiel energiegeladenes Training angehen. So, Tabea, du bist im Bett. Inspiriert warst du die ganze Zeit. Super, super, Dubi. Aber du bist jetzt müde. Traudel, du darfst noch ein bisschen Entertainer-Karriere einschlagen. Ja, okay. Das kann sie aber erst, wenn es soweit ist, glaube ich. Mhm. Ja. Spaß und Blase. Ich weiß nicht, wann soll ich sie denn... Komm, du kannst mal hier verwenden und dann kannst du hier noch Witze erzählen. Ich glaube, das fandest du selbst auch lustig, damit du ein bisschen Spaß hast. So, ich spule mal ganz kurz vor. Tristan, warum ist dir unwohl? Was ist passiert? Schlechter Nachgeschmack. Oh, hast du nicht so gut gekocht, mein Lieber. Tja, das, ja. Unterhalte dich mal mit deiner Frau, damit dein Soziales mal ein bisschen hochgeht. Tag verschönern. Jo. Mit Vanessa trainieren. Wie geht denn das? Übrigens, die grüne Anzeige hat bei euch ganz schön abgenommen, ihr zwei. Ihr solltet mal wirklich... Mal wirklich irgendwas unternehmen zu zweit oder so. Sie quatschen auf jeden Fall miteinander. Okay. So, noch ein kurzer letzter Rundblick. Ich habe jetzt... Achso, Moment. Das mache ich schon noch mal in den Kühlschrank. Und das können wir hier mal wegräumen. Zaubertricks leicht gemacht. Stelle ich auch mal in den Bücherregal. Unsere Vanessa trainiert. Die Traudel... Ja, die wird gleich zur Arbeit müssen. Aber sie ist zumindest auch hier schon mal dabei. So, und Tabea schläft. Steffi schläft, wobei sie bald aufstehen wird, um aufs Klo zu gehen. Ich glaube, ich schicke sie mal gerade kurz rüber. Und Tom ist noch am Schlafen, aber dem geht es sonst soweit ganz gut. Also da schauen wir mal dann demnächst. So, ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Runde von der Legacy Challenge. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.